Ich glaube, dass uns die Saison 23, 24 uns Union-Fans, der Mannschaft, dem ganzen Club, viele graue Haare gemacht hat. Das war eine Saison voller Höhen und Tiefen. Erlebnisse, die man im Nachhinein wahrscheinlich nie vergessen wird. So, Saisonbeginn, alles war noch schön, wir waren happy, weil wir wussten, wir werden zum ersten Mal in der Königsklasse, in der Champions League spielen. Und das Los kam dann noch, und das war eigentlich ein Traumlos, was wir hatten. Wir dürfen nach Madrid zu Real fahren. Den Fußballverein ohnehin einmal in dieses Stadion von Real Madrid sitzen, ich glaube, das war ein Traum von vielen. Ja, Saison begann, was mache ich also jedes Jahr oder fast jedes Jahr zu Saisonbeginn? Erstmal das aktuelle Trikot kaufen, weil meistens ändert sich was. Und dieses Jahr, also letztes Jahr war es ja 23, hat sich dann noch kurzfristig was geändert, der Brustsponsor nochmal zu Paramount. Das war dann dieses rote Trikot, das war mein erstes Trikot, was ich mir gekauft habe. Und auch dachte, okay, das wird das eins hier bleiben vielleicht. Und ja, mit Paramount drauf. Und im Nachhinein muss ich sagen, passt dieses Logo hier, dieser Brustsponsor, perfekt zu der Saison. Paramount ist Entertainment, ist Abenteuer, ist Vision. Ja, und die Saison im Nachhinein, die war wirklich abenteuerlich, war die. So, der Trikot, mehr war eigentlich gar nicht gedacht, dass ich mir noch eins kaufe. Ja, okay, das eine hatte ich vielleicht noch gehofft, dass da irgendwas kommt oder so. Und dann ging es weiter und dann kam er zu diesem großen Teil, die Auslosung. Die Auslosung für die Karten für die Champions League. So, und da habe ich natürlich gehofft, hoffentlich, hoffentlich, so viel wie der andere, bekommst du eine Karte für Real Madrid, für dieses Stadion. Also das war für mich, das wäre für mich zu dem damaligen Zeitpunkt, bevor ich das erfahren habe, hat gesagt, da musst du hin, da musst du unbedingt hin. Also ich persönlich gehe mal davon aus, ich werde das wahrscheinlich, glaube nicht mehr erleben, dass Union nochmal in der Champions League spielt. Ich kann es mir aktuell nicht vorstellen. Genauso konnte ich es mir auch damals nicht vorstellen, dass wir jeweils überhaupt Champions League spielen werden. Ja. Gut, wie ein Video gibt es ja hier auf meinem Kanal schon. Hatte ich dann Glück gehabt im Losglück? Union hat sich ja mittlerweile, was die Kartenfrage zur Lotterie entwickelt. Manchmal hast du Glück, manchmal verlierst du. Jedenfalls, ich hatte Glück gehabt und habe gesagt, okay, habe gewartet, kommt jetzt noch ein Trikot raus, ein Champions League Trikot, ein einmaliges. Bei mir ist es so, ich kaufe mir auch ein Trikot, um mit diesem Trikot Erinnerungen zu verbinden. Irgendwelche Erinnerungen, wo ich nachher rein kann, sagen, wenn ich den Trikot angucke, mit diesem Trikot war ich da und da, habe das und das erlebt. Das hatte ich übrigens letztes Jahr, wo wir UEFA gespielt haben. Europa League habe ich mir auch so ein Trikot geholt. Das habe ich heute noch im Schrank. Klar, das so gibt man nicht weg. Aber da hängt auch die Erinnerung dann mit diesem Trikot. Warst du eben da? Das war damals in Prager. Mein erstes Mal eben, wie gesagt, in Prager gewesen. In diesem schönen Stadion, was da in dieser Felswand da irgendwie ein Prager. Das war richtig geile Reise war das und da habe ich natürlich dann auch dieses Auswärtstrikot mir damals gekauft, mir dann auch das Logo auf der Seite noch aufgemacht, das war Prager. Ja. Und dieses Jahr hatte ich eben gehofft, hoffentlich gibt es irgendwie wieder ein besonderes Trikot, ein Champions League Trikot und ja, los jetzt. Und so langsam ging das los und passierte aber nichts. Und es war von Vereinsseiten auch nie irgendwie, dass noch was kommen würde oder so. Man hat zwar gemunkelt, gehofft und gehört, dass vielleicht kommt noch irgendwas oder so. Und dann wurde ich schon ein bisschen nervös, weil das war dann der Donnerstag, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Tag das war der Donnerstag dann eben, bevor ich nach Köpenick konnte, mir meine Karte abholen konnte für das Spiel in Madrid. Und was habe ich gemacht? An dem Tag davor war ich dann noch direkt gewesen bei Adidas, weil bei Union war in dem Shop zurzeit sämtliche Trikots, außer also dieses Heimtrikot, was ich, Auswärtstrikot, was ich haben wollte, dieses weiße, war zu dem Zeitpunkt im Union-Shop komplett ausverkauft. So, die nächste Lieferzeit etwa 4 Wochen, dachte ich, 4 Wochen hast du keine Zeit. Also habe ich geguckt, geguckt und habe direkt bei Adidas nochmal gefunden. Das war dann dieses
wunderschöne weiße Shirt hier war das gewesen. Habt das bei Adidas noch gefunden, Shirt. Bin dann denselben Tag noch wieder zum Fanshop, zum Zeughaus nach Köpenick gefahren und hab dann eben einen Aufdruck gegeben, dass mir eben dann hier auf der Seite eben das Champions League Logo drauf machen sollten. Und hier hinten wollte ich dann auch irgendwas Besonderes haben, irgendwie, ja, die Saison wollte ich drauf machen. Ich wollte 23 drauf haben, /2024. So, dieses /, wollte ich haben. So. Und dann über Nacht, nächsten Tag, ein Wunder ist passiert, es kam ein Trikot raus, es kam ein Champions League Trikot raus. Die Freude war mir bei mir natürlich groß, über dieses Weiße, was ich jetzt gekauft habe, egal, habe ich sie eben gehabt, fährst du zum Zeughaus, holst dir dein Champions League Trikot ab und Gott sei Dank, durch diesen Strichstrich, konnten sie nicht flocken. Weil so ein Strichstrich ist bei dir nicht vorgesehen, kannst du nicht aufs Trikot, kannst du ja nicht raufflocken. Also haben sie nichts geflockt. Was habe ich mich entschieden? Okay, ist ein schönes Trikot, wolltest du immer haben. Fand ich von Anfang an geil. Also was machst du eben drauf? Machst du eben das Bundesliga-Trikot drauf. Wirst du bestimmt ja irgendwann mal nochmal zum Auswärtsspiel fahren von Union. Da ziehst du das eben an, hast ein schönes Auswärtstrikot mit einem Bundesliga-Logo drauf. Passt wunderbar. So, ja, Champions League-Trikot. Ich stolz wie Bolle. Ich hatte jetzt ein Trikot gehabt, wo ich gesagt habe, mit dem Trikot kannst du diese Reise machen, diese Flugreise nach Madrid, Spanien, in dieses Stadion, dieses berühmte Stadion, wo wir, glaube ich, die zweite oder dritte Mannschaft erst war nach dem Umbau, die da gespielt haben. Glaube ich, wir waren erst die zweite Mannschaft drin. Ja, und dieses Trikot hier, das war wirklich im Stadion von Madrid gewesen. Da habe ich auch noch Fotos von, kann die Fotos ja jetzt mal hier an der Stelle noch einblenden, wäre vielleicht ein schöner Augenblick jetzt noch, wie ich eben mit diesem Trikot jetzt hier, ja, das weiß ich nur persönlich, kann natürlich jetzt auch ein Trikot Y, aber für mich persönlich weiß ich eben, dass ich mit diesem Trikot in Madrid im Stadion war. Und das ist für mich persönlich was ganz Besonderes. Aber ich habe mit diesem Trikot nochmal was vor. Aber dazu in einem späteren Video werde ich das noch erfahren. Ich habe mit diesem Trikot nochmal was ganz Besonderes vor. So, also Madrid war ich ja gewesen, hier gibt es ja auch ein Video hier, meine Reise nach Madrid mit den ganzen anderen kranken Unionern, weil wir sind nun mal eben kranke Leute, sind wir. Ja, war bombastisch. Das ist, wie gesagt, im Nachhinein muss ich sagen, okay, das hat alt viel Geld gekostet. Überhaupt die ganze Saison jetzt hier, 23, 24, die hat mich arm gemacht, aber arm glücklich. Also ich bereue es nicht, dass ich jemals das Geld dafür ausgebe. Ganz im Gegenteil, das ist, wie gesagt, das ist ein Erlebnis für das Leben. Das ist ja hier auch nochmal diese Karte, die wir dann bekommen haben. Das war dann die Dauerkarte hier zum Aufklappen für das Olympiastadion, war die ja gewesen, wo dann die drei Spiele im Olympiastadion, diese Dauerkarte hatte ich mir ja auch geholt, auch klar gemacht nochmal. Und ja, insgesamt dieses ganze Paket Olympiastadion, das Ganze. Ich muss ja auch erst sagen, klar, es tut vielen in der Brust weh, es hat anderen auch viele gewählt, dass die Spiele nicht in der alten Försterei stattgefunden hat, kann ich hundertprozentig nachfühlen, weil unser Stadion ist nun mal die alte Försterei, das ist unser Heimatstadion, da spielen wir Fußball, da hören wir hin. Und aber nachher im Halkosat Olympiastadion war von Vereinseiten aus die richtige Wahl, weil ich glaube, im Nachhinein hätte es viele traurige Union-Mitglieder eben, die dann eben keine Karte bekommen hätten. Die nicht Real Madrid gesehen hätten. Zu Hause. Und so hatte wirklich jeder Union-Fan die Chance gehabt, an so eine Karte ranzukommen. Überhaupt eine Eintrittskarte für eben die drei Champions League-Spieler hier in Spiele in Deutschland zu bekommen. Und nachhinein, ja klar, es schmerzt, es tut weh. Hat vielen wehgetan, auch, sag ich mal so, die jahrelang, vielleicht Jahrzehnte dabei sind oder so, vielleicht sogar die Leute, zu denen ihr hört nicht, die alte Försterei noch erlebt haben, ohne Dach, wohl vielleicht noch eine Ränge, ein paar Zäune, die Aufnahmen gibt es auch noch im Netz. Die haben gesagt, okay, gut, aber vielleicht kommt ja irgendwann, ich weiß es nicht. Ich will darüber jetzt auch nicht reden, weil Thema ist jetzt erstmal abgeschlossen, Champions League, und ich persönlich weiß ich nicht. Ich weiß das nicht, was passiert im Verein die nächsten Jahre. Weiß nicht, unsere kaputten Führungskräfte da oben, was die vorhaben mit uns. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Ich weiß es nicht. Ja. Es gibt ja auch so einen wunderschönen Film über die ganzen letzten Jahre. Eine Union-Doku gibt es ja. Die lief ja dieses Jahr. Anfang, glaube ich, ist jetzt raus aus diese schöne Union-Doku. Und die kommt im August, glaube ich, August kommt die dann jetzt auch auf, habe ich schon gesehen ein bisschen, weil die will ich mir auf jeden Fall dann auch holen, auf DVD und Blu-ray kommt die noch raus, glaube ich, August, irgendwann kommt die raus, diese Doku, diese Union-Doku. Und die spiegelt ja nochmal so wunderschön so die letzten Jahre zu, was ich ehrlich gesagt ein bisschen schade finde, dass so der Anriss vielleicht von dieser Saison oder so, dass der noch nicht noch im Film mehr mitgespielt hatte, so vielleicht so die ersten Bilder oder so. Aber vielleicht kommt ja irgendwann mal nochmal Teil 2 raus von der Doku. Wäre auf jeden Fall auch geil. Ja. So, Thema Doku. Was war gewesen? Ich war im Kino am Donnerstag in Premiere. War am Donnerstag? Ja, Donnerstag war glaube ich gewesen. Ist das Premiere im Kino. War auch ausverkauft. Wo wahrscheinlich die Kinobetreiber selber nicht mitgerechnet haben oder hatten. Jedenfalls haben sie dann noch ein zweites Kino eröffnet. Im Endeffekt hätten sie gleich den ganz großen Saal Kino 1 geben können. So haben sie zwei kleinere Kinos, wo der Film dann zeitgleich 20 Uhr startet, der global loslief. Ja. Jedenfalls geiler Film, geile Doku, komme ich nach Hause und habe eine Mitteilung auf mein Handy, dass ein Sondertrikot rausgekommen ist. So richtig an dem Abend konnte ich jetzt nicht, ist das jetzt schon rausgekommen, ist das noch nicht rausgekommen, kommt das jetzt raus? Ein Sondertrikot, ein geiles Sondertrikot. Ja, viele sagen, ja, das hätte nicht sein müssen, ein Trikot. Aber ich als Trekkie-Fan, als Star Trek-Fan, habe gesagt, geile Trikot, geile Sache. Ja, und so geil wie das Trikot war, wartet eigentlich dann abends zurück aus dem Kino, wartet schon ausverkaufte Trikot. Tagsüber war ich mit meiner Tochter unterwegs gewesen, in der Stadt gewesen und so. Hab da auch jetzt nicht weiter da drin geguckt, hätte ich mal machen sollen, dann hätte ich es mal wahrscheinlich den tagsüber dann schon geordert. Ja, jedenfalls, wo ich nach Hause kam, war das ausverkauft. Ich gucke, klick da rein, klick wieder rein, klick wieder rein. Ich habe dann den Abend nach meinem Kinobesuch, habe ich da vielleicht noch 3 Stunden am PC und habe immer geklickt, geguckt, passierte nichts. Aber ich habe das große Glück gehabt, dass ich nächsten Tag, kamen dann nochmal ein paar Rückläufer oder Leute, die das nicht bezahlt hatten, kamen dann nochmal Reader oder von den Stores an sich, wo dann auch kurzzeitig, also von den Zeughäusern noch so Restbestände, trudelten nochmal ein. Und da hatte ich das riesengroße Glück, wirklich, also es war wirklich diesmal richtig Glück, dass ich dann noch an ein Trikot rangekommen bin, von diesem Sondertrikot, diese Star Trek mit diesem Star Trek Logo auf. Ist eigentlich das Auswärtstrikot nochmal mit diesem Logo, Star Trek Logo drauf, was unter Trekkies Fans natürlich absolut begehrt ist. Also ist wirklich ein richtig schönes Sammlerstück, ist das. Und ja, an hatte ich es auch erst, Leverkusen-Spiel nicht, weil das war das Wochenende danach zu Hause. Ja, wie das ausgegangen ist, wissen wir alle. Da hat der Trikot dann wahrscheinlich auch nicht seine Macht ausgespielt. Konnte man dann auch nicht gewinnen, leider das Spiel. Aber ich hatte der Trikot dann in Köln an. Und in Köln war der Trikot wieder sehr, wie soll ich sagen, ja, hat der Trikot wieder sein erfüllt oder so. Wir sind mit dem Raumschiff sind wir gestartet, erfolgreich gestartet. Und dann kommt dieser eine Kinofilm, wo Picard, glaube ich, war, die Enterprise, weil die, glaube ich, von der Borg irgendwie befallen war, vernichtet hat. Genau, und so ging das dann auch los. Wir haben mit 2-0 geführt und irgendwann wurde aus dem 2-0 wurde dann ein 2-3 Niederlage. Ja, ihr wisst alle, das war Köln gewesen. Da war ich auch gewesen, das war auch, also an sich war es eine schöne Reise wert, auch dahin, also das ganze Erlebnis, das Stadion in Köln miterleben. Also es war auf jeden Fall eine schöne Reise wert, ja. So. Womit ich mich die ganze Zeit schon beschäftigt hatte, mit unserem Kapitän. Da habe ich immer gewartet, ja, wann kommt die Vertragsverlängerung, kommt die überhaupt noch oder so. Weil unser lieber Trimmel ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Und wir wissen, irgendwann wird auch seine Stunde leider kommen, wo wir von ihm Abschied nehmen werden müssen. Der ging damals mit Matuschka auch schon, der war dann irgendwann auch weg. Oder andere Größen, ja, ein Trimmel irgendwann, aber Gott sei Dank. Ja, das war dann so, wo ich dann nochmal Zeughaus war, wo ich dann auch angefangen habe, so ein paar Trikots hinten zu beflocken, einfach nochmal ein paar Daten draufbringen, auch so Trikots vor der Vorsaison, wo ich dann noch einen Spieler nochmal drauf haben wollte, die so, so große Sachen geleistet hatten oder die Spieler, die uns dann eben nach Europa geschossen hatte. Zum Beispiel die eine Saison, weiß nicht, war das 2021 oder glaube
hatte ich mir auf das Trikot jetzt noch einen Kruse hinten drauf gemacht, einfach weil Kruse hat ja uns ja das erste Mal mit seinem Tor, das war ja auch wieder so am letzten Spieltag, glaube ich, gegen RB war das, der 2-1 dann noch geschossen und uns damit dann das erste Mal nach Europa geschossen. Da zum Beispiel so andere Trikots bin ich jetzt auch noch bei, der mir einfach noch eine Nummer hinten drauf zu machen und die dann irgendwann noch zu rahmen, so dass es mir an der Wand hängen kann und für mich persönlich dann noch eine Erinnerung habe an die Zeit überhaupt. Weil das waren jetzt so fantastische 5 Jahre, die wir erlebt haben und die noch irgendwo mal so festhalten oder so, die waren einfach geil. Ja. So, weiter zum... Kommt jetzt noch ein Trikot? Ja, genau. Also, was habe ich gemacht? Trimmel, bei Trimmel waren wir. Bin nochmal zwei Kaus gegangen, hab mir nochmal, obwohl ich ja das rote Trikot, also unser Heimtrikot von dieser Saison 23/24 bereits schon gekauft habe, habe ich mir nochmal neu geholt. Nochmal neu Trikot und hinten schön von unserem noch ein Trimmel-Trikot rausgemacht. Hatte ich dann auch zu dem Spiel, und zwar war das das vorletzte Heimspiel zu Hause, hatte ich diese Trimmel-Trikot, da hatte ich es darauf, glaube innerhalb der Woche davor verliehen, hatte ich es gemacht. Hab's dann auch angehabt im Stadion, glücklich noch. Und ich denke mal, ich werde es auch jetzt noch irgendwann nochmal anziehen. Und ich werde versuchen, auf diese Trikot von Trimmel, auch wenn es sehr schwer ist, diese Saison jetzt nochmal vielleicht zu irgendeinem Training gehen und mir da nochmal ein Autogramm von ihm draufholen. Das wäre nochmal so ein, ja, um das im Anschluss dann auch zu rahmen, das ganze Trikot an der Wand zu hängen und sagen, okay, hast du noch geilet, irgendwie eine geile Erinnerung an unseren Kapitän. Ja, eigentlich könnte man sagen, jetzt bin ich fertig mit Trikots. Ich weiß gar nicht, wie viele Trikots waren jetzt. So viel war nie geplant für die Saison. Niemals. Das war jetzt also, was diese Saison mich gekostet hatte. Das ist ja die Saison, kannst du sagen, die hat mich in Ruin gestoßen. Nein, so nicht. Aber ja, die Saison, wie ich ja schon mal gesagt hatte, die war ja sowieso außergewöhnlich, war die. Die wird so schnell nicht wiederkommen. Also, was wir in der Saison 23/24 erlebt haben. Die Euphorie zum Anfang, wir wurden ja die ersten 2 Spieltage, wurden wir ja schon, wo man glaube hoch mit 4, noch was, 4-0 oder was das war, die ersten 2 Spiele, wurden wir ja schon als mit Meisterfavorit, wurden wir ja handelt. So, manche stimmen ja, spielt Union jetzt um die Meisterschaft mit und alles. Ja, und dann kamen ja so diese 12 markanten Spiele. 12 Spiele ohne Sieg. Was dann alle draus geworden ist, ihr wisst, wir mussten leider von unserem Trainer, wir haben uns von unserem Trainer, ja, wie soll man, ihr trennt nicht. Also es wurde eben, wie der Trainer, der Verein, so war ja immer, dieser Kopf, Zingler, Runert, Fischer, die dann am Tisch saßen. Und irgendwann kam dann so der Tag, wo dann Zingler und Fischer beide wussten, okay, zum Wohle des Vereins, die müssen leider, sag ich mal, getrennte Wege gehen. Und da kam dann auch von Fischer der Punkt, wo Fischer sagte, er geht jetzt einfach, um den Verein zu retten, was ich ihn ganz hoch anrechne. Klar, wir Fans, wir hätten ihn gerne, wir wären mit ihm auch in die zweite Liga abgestiegen. Aber ein Abstieg in die zweite Liga klingt zwar jetzt blöd, können wir uns zurzeit nicht leisten. Können wir uns einfach nicht leisten, weil wir einfach noch so viel vorhaben. Der ganze Verein hat noch so viel vor, so viele große Projekte. Und es geht jetzt nicht einfach der Verein nicht darum, dass sich jetzt irgendwelche Leute im Verein bereichern wollen. Nein, es geht einfach darum, dass wir eigentlich noch viele große Projekte, die wir noch umsetzen wollen. Auch für die nächsten Generationen, die dann kommen, nach uns kommen. Die nächste Union Fans, die nächsten Generationen, die dann in dem Verein Fußball spielen werden. Fans, die nachkommen. Denen einfach eine gute Basis für die Zukunft schaffen. Ob das Nachwuchszentrum ist, ob das der Stadionneubau ist, wo wahrscheinlich auch viele Tränen hier fließen werden, wenn es wirklich so weit ist. Weil an dem Stadion, gut, wir haben mit dem Stadion viel erlebt, aber neues großes Stadion mit ein paar Sitzplätzen mehr ist schon gar nicht so schlecht. Um wirklich den einen oder anderen vielleicht doch mal wieder öfters, der jetzt keine Dauerkarte hat, mal ein Spiel in der alten Försterei zu, ja, dass er da rankommt, überhaupt so ein Spiel. Weil wie gesagt, wie ich schon gesagt hätte, Union, Karten, ohne Dauerkarte ist zum Lotteriespiel geworden. Ja, was ich aber während der ganzen Zeit schon lange immer nebenbei verfolgt habe, aber mir leider die Zeit gefehlt hatte und der Weg auch ein bisschen weit war und dann die Schichten und das Einordnen, das waren unsere Frauen gewesen. Unsere Frauen, die wirklich
der Saison gespielt haben, kein Spiel verloren, volle Punktzahl geholt, ein Torverhältnis von jenseits Gut und Böse. Und ich glaube, das war seit Gründung dieser Regionalliga Nordost bei den Frauen, ist glaube ich, die beste Saison, die jemals eine Frauenmannschaft gespielt hat. Wahnsinn, einfach Wahnsinn. Und ich wusste, okay, wenn es soweit ist, wenn die Aufstiegsspiele kommen, die zwei, besorgst dir auf jeden Fall Karten und guckst, dass du dabei bist. Weil jetzt schreibt wieder so ein bisschen wieder, denke mal, das ist der Anfang von einer großen Geschichte, die jetzt anfängt. Okay? Ich habe dann nachträglich jetzt beim Spielwahlkreis gewesen, habe ich dann erfahren, dass die zweite Frauen, wer weiß das schon, das wissen vielleicht nur der harte Kern, Janssen, die zweite Frauen schon mal zweite Bundesliga, Quatsch, die zweite Frauen, unsere Frauenmannschaft schon mal die erste, schon mal Bundesliga, zweite Bundesliga gespielt haben eine Saison. Haben sie nicht so gut abgeschnitten, sind dann wieder abgestürzt. Aber ich denke mal, dieses Mal, wenn die jetzt wirklich, ich sag jetzt wirklich, auch wenn jetzt das Hinspiel 8-0 in der alten Försterei ausverkauft, 18.024, warum sage ich ausverkauft? Ich glaube, von Seiten Union gab es keine Karte mehr. Die 4.000 Karten, die jetzt noch fehlen, das war der Gästebock, der war wirklich komplett leer. Ich glaube, ein paar Gäste waren da, die haben sie dann noch mit auf die Tribüne, haben sie die dann noch mit reingeschoben. Auf die Haupttribüne, aber der Gästeblock war komplett leer. Entweder wussten die das schon, nee, die Reise nach Berlin lohnt sich nicht. Wir müssen uns nicht anschauen, wie wir da ja überrannt wären. Vielleicht wussten die schon mehr, wie wir es wussten. Aber diese Spiele sind ja auch immer, man wüsste ja nie vorher, wie sie aussehen. Das hätte auch am Ende Spiele nach 90 Minuten vielleicht nur ein 1-0 oder ein 2-0 für uns gewesen. Hätte genau sein. Also so sehe ich das jetzt als jemand, der sich jetzt nicht so tief mit den Frauen beschäftigt hat. Vielleicht die Leute oder Fans, die jetzt regelmäßig bei jedem Spiel da waren, die haben das vielleicht schon kommen sehen, das Ergebnis. Weiß ich nicht. Ja, jedenfalls war ich bei dem Spiel gewesen und was hat gesagt, okay, du brauchst wieder was Besonderes. Und das war dann das nächste Trikot, was du dir holst, das Frauentrikot. Und auf das bin ich richtig stolz, auf dieses Frauentrikot, weil ich weiß, es wird wahrscheinlich das Aufstiegstrikot dieser Mannschaft in die zweite Bundesliga, dieses Trikot. So, und jetzt habe ich überlegt, die Frauenmannschaft, ich habe das Spiel, das Derby, habe ich zu Hause am Fernseher gesehen, gegen Hertha. Hab da haufenweise Top-Mädels gesehen, wo du sagst, die kannst du hinten drauf machen, die Nummer. Ja, aber was machst du denn jetzt drauf hinten? Es sollte irgendeine Nummer sein, die mit dem Verein sehr verbunden ist. So, habe ich mal geguckt. Dann bin ich im Endeffekt dann auf unsere Kapitänin bin ich dann gekommen und habe mir dann wirklich für sie entschieden. Ich glaube, die ist jetzt 10 Jahre lang im Verein, 10 Jahre lang, das Mädel. Hat viel miterlebt in dem Verein. Und deshalb habe ich gesagt, die kommt hinten auf mein Trikot rauf. Die kommt drauf, die ist würdig. Und ich weiß, ein anderer Name, ja, für mich persönlich jetzt, passt auf der Trikot zurzeit nicht drauf. Auch, klar, wenn wir eine Abu haben, Nummer 16, die Tore schießt ohne Ende, die ist top, die Frau. Das Mädel ist echt top. Also, ja, habe ich auch überlegt, mach sie 16 drauf. Aber ich habe gesagt, nee, mach sie 7 drauf. Passt. Zum Trimmeltrikot irgendwo passt dann so ein bisschen. Ja, und das Gute ist dadurch, dass ich schon so lange vorgeplant hatte, nach Karten gesucht habe. Ich habe wirklich lange, also bevor das Spiel war, jetzt schon immer geguckt, wo gibt es Karten, wo kommst du an Karten ran. Und dass du dann auch eben, für mich war klar, ich will dann beide Spiele sehen, ich will auch die Reise antreten, eben zu dem entscheidenden Spiel, wo dann wirklich alle safe reinrechnerisch nichts mehr geht, halt klar. Auch wenn jetzt ein 8-0 vielleicht reinrechnerisch, also doch reinrechnet, geht immer was. Die können uns auch mit 9-0 besiegen. Was jetzt vielleicht jetzt, wo viele sagen, ah, das wird niemals passieren und so. Ja, aber solange wie das letzte Spiel, die letzte Minute nicht gelaufen ist, sind die Damen dann eben die Mannschaft nicht aufgestiegen. Ist so. Ja. Also, habe ich gesagt, du fährst dahin, habe dann auch eine Karte bekommen und so, das ist ja jetzt am 16.09. das letzte große Spiel dieser Saison, das Spiel für unsere Frauen, was dann hoffentlich nochmal für uns aus Seiten von Union, sorry, an die Gastgeber denn, ja, aber für uns Seiten Union nochmal ein richtiger fettes Highlight wird,
und damit vielleicht doch ein runder Saisonabschluss für den Club Union Berlin. Freut mich jedenfalls drauf, ja. Wie viel Trikot waren bitte? Mal gucken, also das war 1, 2, 3, 4, 5, 6 Trikots. Ja, einmalig. Also ich glaube nicht, dass ich irgendwann nochmal 6 Trikots in einer Saison kaufe. Kann ich mir nicht vorstellen. Zumal es waren ja nicht nur 6 Trikots. Kommen ja noch 2 Trikots dazu, die ich auch neu gekauft habe. Einmal das Shirt für meine Tochter, weil das eine Champions League-Spiel war ich ja zusammen mit meiner Tochter im Olympiastadion, um mir das einfach mal zu zeigen. Und dann jetzt auch nochmal meiner Tochter auch nochmal das Frauentrikot habe ich jetzt auch nochmal gekauft, weil mit ihr war ich jetzt, ist jetzt leider nicht angekommen, die stellen zurzeit im Shop ein bisschen was um, die Frauen. Aber das kommt jetzt auch noch an, das Frauentrikot habe ich ihr noch geholt. Also bin ich jetzt bei 8 Trikots und ja, keine Ahnung, war nie geplant. Und ich denke mal, wird auch nie mehr passieren. Also ja, ich will nie sagen, aber ja, was soll noch passieren? Was soll vom Rhein die Saison noch toppen? Ich rede jetzt nicht vom Ergebnis, wie wir abgeschnitten haben oder so. Aber so rein vom, weiß ich nicht, keine Ahnung. Gut, ihr Lieben, das war's. Meine Trikotsammlung, diese Saison, die ganzen Erlebnisse oder so. Ein Highlight steht noch bevor. Das Finale der Frauen. Aber ansonsten, was? Ja. Im Nachhinein war eine Saison, wo wir sagen werden, die war wichtig für uns. Die Saison war vielleicht für den Club Union, für uns Fans, vielleicht die wichtigste Saison überhaupt in der Geschichte des Vereins. Das war's. Bedanke mich draußen bei euch fürs Einschalten, fürs Zuhören und ja, wünsche euch allen noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Video hier auf diesem Kanal wieder. Ich bin euer Benjamin. Bis dahin, macht's gut, wa? Ciao, Eisern.